Willkommen zurück zu Silent Hill 4 The Room. Ich bin das letzte Mal wieder zurückgegangen, ich bin jetzt nicht mehr bei der Treppe, bei dem Typen und so, wie ihr seht, in der Parallelwelt, sondern bin wieder zurück und auf einmal ist hier wieder ein Geräusch angegangen, als ich das letzte Mal hier zurückging. Und natürlich sieht man jetzt auf der Türseite auch spannenderweise den roten Zettel, den ja, wie der Hausmeister auf der anderen Seite mal gesagt hatte, er schiebt uns einen Zettel durch, ne? Weil er hatte ja mit Eileen da ekligerweise über die Nabelschnur sich unterhalten und das Apartment und meint, er schiebt den Zettel durch. Das müsste ja jetzt dann der Zettel mal wieder sein. Ich glaube schon. Habe ich seitdem schon wieder einen gefunden. Vielleicht ist es auch ein anderer. Da steckt ein rotes Papier. Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal. Ich habe das Rätsel der Zahlen gelöst. 01121 ist eigentlich 01-21 oder 1 von 21. Mit anderen Worten, 1 von 21, ja, sage ich doch gerade. Walter hatte also vor, 21 Leute umzubringen, aber er hat es nie zu Ende gebracht. Er wurde für die Morde an Billy und Miriam Locane, den 7. und 8. Opfern, verurteilt. Später beging er Selbstmord in seiner Gefängniszelle. Okay, Billy, Miriam, Locane, sagt mir das irgendwie was? Der grausige Massenmord an 10 Leuten schockierte die Welt und wurde als der Fall Walter Sullivan bekannt. Es gibt zwei große Fragezeichen. Erstens, was war das Motiv für die Morde? Zweitens, warum brachte er sich selbst um, bevor er die Aufgabe abgeschlossen hatte? War er einfach verrückt? 2. Mai. Sie legen rotes Tagebuch 2. Mai in ihr Notizheft. Ich gucke jetzt mal hier durch, weil ich habe ein bisschen Schiss hier wegen dem Geräusch und es klingt wie ein... Okay, er wandert immer noch herum. Alles klar, Mr. Sunderland. Und hier wird das Geräusch herkommen und es klingt auch so nach dem Wäschetrockner. Ach du Scheiße. Was denn hier jetzt los? Was zum Teufel ist das? Der Trockner hat alles mit Blut bespritzt. Und jetzt hört das Ding auf, oder was? Wo ich es mir angucke. Hä? Warum? Warum? Waschmaschine brauche ich jetzt nicht. Hallo? Alles voll Blatt hier? Ey, ihr spinnt doch. Liegen Werkzeuge? Hier war ja auch immer vorher nix. Hat sich das jetzt damit gelöst, warum dieser Raum überhaupt da ist und betretbar? Auf jeden Fall ist es wie immer unheimlich und gruselig. Und ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich werde jetzt hier mal wieder rausgucken. Mit meiner Maus, denn das kann ich ja jetzt. Mal wieder schauen, was hier in der, ja, in Anführungszeichen normalen Welt los ist. Scheint aber alles so wie immer zu sein. Da ist auch niemand mehr, der rüber guckt, der rüber zeigt. Are you yearning for that special place to spend quality time with your loved one? Nee, eigentlich nicht. Nein. Do you need to relax and get away from it all? Come to Silent Hill for the ultimate. Yeah, Silent Hill. Juhu. Hier war soweit auch, glaube ich, nichts. Wir könnten hier nochmal aus dem Fenster gucken und dann gehe ich auch wieder rüber. Denn, das ist ja doch spannend, da steht niemand oben. Ne? Doch, da steht noch jemand. Okay. Hat aber anscheinend nichts zu bedeuten gerade. Da ist immer noch die Nummer. Ja. Irgendwas Besonderes hier, was man sieht, wenn man lange genug hinguckt? Außer, dass hier viele Leute immer durch die Gegend rennen? Und wie sie rennen. Okay, gut. Ja, dann gehe ich jetzt wieder rüber. Auch wenn ich Schiss habe, wenn ich ehrlich bin. Das wird langsam echt unheimlich mit der Parallelwelt. Das Loch ist auch fucking groß und ja, schön. So, jetzt sind wir, und das habe ich doch, wow, sieh dir mal die Pornohefte. Genau, wenn das hier vom Hausmeister das Apartment ist, nicht nur, dass es voll abgefuckt aussieht, sondern die Frage ist für mich, was ist das denn hier auch? Hä?
War ich hier schon mal? Die Frage ist hier jetzt auch die eklige Nabelschnur? Was ist das denn? Hä, hier waren wir doch noch nicht. Das habe ich alles noch gar nicht gesehen. Der Kerl, ist das der Hausmeister? Auf diesem Foto ist er viel jünger. Auf die Rückseite wurde ein Schlüssel geklebt. Hey, habe ich jetzt einen Schlüssel? Ja. Hausmeisterschlüssel von South Ashfield Aids, darauf steht 105. Ah. Das ist das Foto einer Schwester, darauf steht, ich liebe dich. Auf die Rückseite wurde ein Schlüssel geklebt. Hier, das sehen wir auch. Mehr kann ich nicht tragen. Och, nee. Weil wir diese doofe Dings haben. Und die auch, ne? Die brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Aber du lad doch mal neu. Schade. Ist ja klar, löst sich nicht auf. Oh Mann, da muss ich ja nochmal wieder zurück. Hätte ich das mal vorher gewusst. Dann lesen wir aber noch. Da kommt ein Geist. Da liegt ein Heft offen herum. Da kommt ein Geist oder so. Verzweiflung lehren. Wish House. Wish House. Ein Waisenhaus am Rande von Silent Hill. Aber hinter dem falschen Image verbirgt sich ein Ort, an dem Kinder entführt und einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Wish House wird vom Wohltätigkeitsverein Silent Hill Smile Support Society verwaltet, der manchmal auch 4S genannt wird. 4S ist ein hoch angesehener Wohltätigkeitsverein, der arme Kinder ohne Zuhause aufnimmt und mit Hoffnung aufzieht. Aber im Innersten ist es eine heidnische Organisation, die ihr eigenes verzerrtes Dogma anstelle guter religiöser Werte lehrt. Mr. Smith, der in der Nähe lebt, sagt, manchmal kann ich nachts ihre seltsamen Gebete und das Weinen von Kindern hören. Ich bin rüber, um mich zu beschweren, aber sie haben mich sofort verscheucht. Danach hat sich nichts geändert. Mir wurde der Zutritt verweigert, als ich versuchte, Fotos in der Einrichtung zu machen. Was genau haben die Leute von Wish House zu verbergen? Bei meinen Untersuchungen stieß ich auf einen verdächtig aussehenden runden Betonturm, der Teil der Einrichtung zu sein scheint. Leider konnten wir niemanden finden, der uns sagen wollte, wozu der Turm verwendet wird. Aber es scheint unwahrscheinlich, dass er etwas mit dem Aufziehen von Waisenkindern zu tun hat. Es könnte ein Gefängnis oder eine geheime Kultstätte sein. Der Kult, der Wish House betreibt, wird von Ansässigen einfach der Orden genannt. Es ist eine Religion, die aufs Engste mit der Geschichte von Silent Hill verwoben ist, aber es ist der inbrünstigste Glaube der Anhänger, dass sie zu den wenigen Auserwählten gehören, da eine dunkle und gefährliche Seite offenbart. Ich beabsichtige, meine Untersuchung von Wish House und dem dahinterstehenden Kult fortzusetzen. Ich habe den festen Glauben, dass es unsere oberste Pflicht ist, die ganze Wahrheit zu sagen und unseren Kindern den wahren Weg zu weisen. Joseph Schreiber. Und das Schreiben kennen wir auch schon. Jetzt muss ich nochmal zurück ins Loch. Wo? Da kommt der Geist ja schon. Komm mal her. Kannst du das nicht mal... Oh Mann! Hör auf! Ich will das Ding einsetzen, aber ich kann nicht. Oh, ist mir zu blöd jetzt hier. Wo ist mein Loch? Nervig. Ich weiß gar nicht, wo wir hier rausgekommen sind. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo... Hoffentlich passiert jetzt nicht wieder was Neues hier, weil ich jetzt wieder nur zurück will, um an die Kiste zu gehen. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, ob wir da drin schon waren. Okay. Wir können ja nochmal nach Eileen gucken, hatte ich ganz vergessen. Nein, das sollst du doch nicht machen. Ja. Da sollst du rüber gucken. Oh. Eileen. Sieht so aus, als wäre Eileen okay. Oh, er macht sich also jetzt auch schon Sorgen. Eileen macht sich die Nägel schön. Für sie ist also eigentlich nur gerade ein bisschen kurze Zeit vergangen, ne? Kann man so sagen. Die hat aber auch einen komischen Rücken. Na gut, es ist natürlich gerade das Bild ein bisschen verzerrt vielleicht, aber... das so normal ist. Ja, so. Das packe ich weg. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz, ne? Müsste ja eigentlich. Rostige Axt. Pack mal den Golfschläger auch weg. Kann ja nicht schaden. So, ich gehe wieder zurück. Hier ist ja im Moment nicht viel weiteres passiert. Nochmal eben hier durchgucken, obwohl wir ja gerade erst hier waren, ich weiß. So, aber
Es ist halt immer man. Was? Das ist doch der Typ mit den. Warum steht der jetzt hier? Warum? Und der guckt uns direkt an. Das ist voll unheimlich. Dass der. Der hat uns doch. Der weiß, dass wir da durchgucken. Der hat das richtig gemerkt. Aber kann das denn. Aber das, wir sind doch in der normalen Welt. Ist das der Typ mit der Puppe? Und ist das der, ist das vielleicht eine Person, mit der Hausmeister auch immer streitet? Der Hausmeister streitet ja auch immer mit jemandem, vielleicht ja mit dem. Oh, das ist unheimlich jetzt, muss ich sagen, dass der da jetzt auf einmal auftaucht. Okay. Und das war ja vorher nie so. Wir gehen mal wieder schnell durch unser Loch und dann hau ich mal da vor dem Geist schnell ab, obwohl ich nicht weiß, was das für ein komischer Aufzug war. Komm. So. Die Frage ist, genau, wo sind wir? Und das war, warte mal, das war 301? Wir sind bei 301. Sollenst du 305? Ich glaube, hier, ich war hier auch noch nicht, aber ich finde das mega blöd, dass bei so einem Speicherloch das genau da... Guck mal, hier waren wir aber schon. Also ich bin da wohl zurück durch... Was ist jetzt hier? Das ist unser Apartment. Ja. Okay. Können wir denn jetzt eigentlich... Oh nein, das Rote war bestimmt der Zettel, den ich weggepackt habe, ne? Oh, ich glaube, ich muss nochmal zurück. Was hat der Kerl hier gemacht? Könnte er das nächste Opfer sein? Oder könnte es sein, dass... ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich jetzt... Ich habe jetzt gedacht, das wäre wieder so eine Plakette und habe beides jetzt in die Kiste zurückgepackt. Aber das eine war ja ein roter Zettel, den wir durchschieben sollen. Verschlossen. Kannst du davon nicht was einsetzen oder für was war der Schlüssel nochmal? Kann ich hier nicht verwenden. Das war für 305, ne? Ich muss ja eh nochmal zurück. Das war jetzt echt hohl von mir. Tut mir leid. Ich muss eh nochmal zurück, weil ich wollte ja in 301 auch noch den Schlüssel holen von hinter dem Zettel. Aber der Typ hat mich so rausgebracht. Nee, du lass mich mal hier. Ich muss zum Geist leider, was echt scheiße ist. Komm, ist gut. Hier. 106 ist das. Okay, und jetzt müsste ich eigentlich nochmal wieder zurück. Überall Pornohefte, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Nee. Geh mal hier durch. Was ist das hier jetzt eigentlich? Irgendwie nix. Lass es sein, mein Lieber. So, jetzt gehe ich nochmal schnell durch. Ich gucke jetzt aber auch nicht durch das Guckloch. Ich gehe nur schnell an die Kiste. Sorry. Und guck, dass ich den roten Zettel wieder bei mir habe. Weil ich... Entweder müssen wir uns den selber durch die Tür durchschieben. Oder hatten wir das schon gemacht? Oder... Weil wir das ja selber auch gefunden... Nee, ich bin jetzt verwirrt. War der letzte rote Zettel jetzt von uns selbst? Oder machen wir das noch? So, andere will ich. Hier. Da, ja, und ich dachte, das wäre halt so ein Ding hier. Nur ein Stück rotes Papier, auf dem jetzt steht, werde es unter die Tür von Apartment 302 stecken. Genau, und das muss ich ja noch machen. Ich kann den ja nicht hier in der Kiste jetzt verwahren so lang. Das war ein bisschen blöd. Aber macht ja nichts. Komm, wir gehen jetzt schnell wieder zurück und das ist dann, als wäre ich nie hier gewesen. So. Komm, lass gut sein. Mein Freund. So, 301. 302. Aha, sie schieben das rote Papier unter die Tür. Okay, gut. Das gehört jetzt also uns von der anderen Seite und vielleicht können wir es dann ja auch lesen.
303, 304 und 305 holen wir uns jetzt mal mit dem Schlüssel. Ach, der sitzt jetzt hier auch nicht mehr. Nee, weil... Ja, dann war das doch... Nee, oder sind wir jetzt woanders? Kapier das gerade nicht. Okay. Saß der nicht hier auf der Treppe? Ja. Ist es jetzt egal, wo ich hingehe? War ich jetzt schon mal? Nö. Ich muss mal die Zahlen jetzt gucken. Nein. Sie ist verschlossen. Warte, 305. Ach, 203 ist das. Für was hatte ich jetzt einen Schlüssel? Oh, die Geister, voll ätzend. 202, auch verschlossen. Och, lasst mich. Verschlossen. Okay, schön. Ja, alles klar. Es bringt total was. Ich brauche nur ein bisschen Ruhe hier. Ich muss mal gucken, was steht jetzt hier bei den Schlüsseln? Das... ja, du sollst auch mir nur noch mal die Zahlen sagen. Was... Aber er macht sie doch immer automatisch auf, die Türen. Also, ich glaube, wenn eine geht, dann klappt das schon. Also, das war jetzt 205. 206. Kannst du das nicht... Kann ich hier nicht verwenden. Kann ich hier nicht verwenden. War das 300 irgendwas? Och, nö. Nö. Okay. So. Verschlossen. Ich... Macht er das jetzt automatisch oder muss ich das jetzt immer ausprobieren und hab's schon übersehen, die Türen? Hier liegt eine Menge Mist herum. Ja. Was sind das für Geräusche? Was ist hier los? Habe ich ja gerade... Ich hoffe, er macht es automatisch, aber macht er ja sonst immer. Ach komm. Ich will den anderen Schlüssel. So. So. Was ist hier los? Und hätte ich jetzt dahin gehen sollen, wo die Geister sind? Oder bin ich falsch? Muss ich zu den 100er-Dingern? Was ist hier los? Hier ist wieder ein Loch. Ich will aber gerade nicht zurück. Was ist hier? Da sind die Schließfächer der Mieter. Die Nummern gehen von 101 bis 304. Okay. Und? Ist hier irgendwo was drinne? Kannst du da nicht mal was finden? Hier bin ich ja gerade runter, das ist ja Quatsch. Hier ist aber auch schon wieder ein toter Hund. Bin ich hierher gekommen damals? Ich check's gerade nicht. Check's aber auch mit den Schließfächern gerade nicht. Hm. Soll ich jetzt hin? Hi. Komm mal her, du Einer. Dich krieg ich hin. Schön, dass ich was sehe. Komm, du Pixelhund. Jawoll. Okay, also hier war ich dann noch nicht. Verschlossen. 104. Was ist denn jetzt los? 103. Da ist noch ein Köter. Verschlossen. Komm her. Oh.
Ja. Ich meine, lieber Hunde, die man töten kann, als Geister, die nie sterben. Ein kaputtes altes Fahrrad. Eine Menge Mist. Nirgendwo kann ich hin. Verschlossen. Ist alles zu. Und ich... Was steht auf den Schlüsseln, verdammt? Sag mal, was auf den Schlüsseln steht. Kann man das nicht sehen? Ich mit dich nur noch mal... Das ist voll doof. Sinnlos. Ich meine, er hat die Schlüssel in seinem Inventar. Eigentlich müsste er sie echt automatisch verwenden. Was ist hier? Waren wir hier schon? Ach, hier. 105 war der eine. Alles klar. Ich wusste jetzt nicht. 205, 305. Hausmeistisch. Dann gehen wir da mal rein. Tür ist fest zu. Keinen lässt sich nicht schütteln. Was ist jetzt hier? Die eklige Nabelschnur. Ein Stück rotes Papier. Ja. Nur ein Stück rotes Papier, auf dem nichts steht. Wer das unter die Tür, Apartment 302 stecken. Also sind die immer von ihm. Es ist eine hastig gekritzelte Notiz von Schwester Rachael gefunden. In Wohnung 302 zurückgebracht, zusammen mit dem Teil. Hm? Den ihr Freund Mike abgerissen hatte. Also der, der davor wohnte. Nochmal was? Zusammen mit dem Teil, den ich vorhin mal abgerissen hatte. Achso, der Teil von der Notiz. Ja, ich nehme den Wohnungsschlüssel. Schlüssel zu den Wohnungen in Wohnblock Nummer 303 scheint zu fehlen. Wo wir ja wohnen. So, dass er raus könnte oder so, weiß ich auch nicht. Du guckst da immer noch hin. Kannst du das nicht... Ja. Ach, wir können jetzt hier mehrere rote Fetzen Papier nehmen. Und das ist das eine Stück. Ah, achso. Ja, jetzt guckt er doch nicht hin. Okay. Ich habe jetzt ein rotes Fetzenstück und das andere ist, weiß ich nicht, bei Mike. Rote Schachtel. Mann, die stinkt vielleicht. Es treibt mir echt die Tränen in die Augen. Ey, das muss sie doch sein. Er meinte doch, die stinkt langsam, die Nabelschnur. Iu. Haben wir die also gefunden, ja? Warum hebt er sowas auf? Was ist hier? Oh, diese Sicht, man, dass man nichts sieht. So gemein. Tagebuch. Die rote Schachtel scheint heute noch seltsamer. Sie strömt einen furchtbaren Geruch aus. Er ist ekelhaft, aber ich kann sie einfach nicht wegwerfen. Es muss vor etwa 30 Jahren gewesen sein. Dieses junge Paar lebte in einem Apartment, aber eines Tages verschwand es einfach ganz plötzlich, stahl sich wie die Diebe in der Nacht. Ich weiß nicht warum, vielleicht hatten sie Geldprobleme oder sie waren irgendwie in Gefahr. Das Problem kam danach, als sie verschwanden, ließen sie ihr neugeborenes Baby zurück. Ich fand sogar die Nabelschnur. Ich rief sofort einen Krankenwagen und hörte, dass das Baby überlebte, aber ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Allerdings sah ich einige Jahre später häufig einen kleinen Jungen in der Nähe des Wohnblocks. Eines Tages kam er dann nicht mehr vorbei, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich wette, er war das ausgesetzte Baby. Es ist eine furchtbare Geschichte, ein neugeborenes Kind auszusetzen. Das geschah alles in Wohnung 302. Und die Nabelschnur, die ich dort fand, tja, ich kann mich immer noch nicht überwinden, sie wegzuwerfen. Aha. Sie legen das Tagebuch des Hausmeisters Nabelschnur in ihre Notiz. Aha, ach so. Gut, ich habe mich gerade vor dem Schläger erschreckt. Kannst du den einschlagen, den Schrank? Das ist ja mal hochinteressant. Ich hoffe, hier kommen keine Geister jetzt. Ich will nämlich einen Cut machen und jetzt nicht hier so panisch rumrennen. Habe ich jetzt echt alles abgeklappert? Ich glaube schon, ne? Warum ist das hier eigentlich zu? Ja, ist halt Silent Hill Welt schon wieder so. Irgendwie ganz komisch. Und wir haben jetzt schon wieder einen Schlüssel. Für irgendwie Wohnung. Und kannst du da jetzt noch was zu sagen? Weil er die... Nee, okay. Gut, dann bleibe ich jetzt mal hier an der Stelle stehen. Mach einen Cut. Henry kann sich kurz verschnaufen. Und wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 4. Bis dann.